diesen Rotz-Influencer René Walter. Aber ihr werdet mich nicht los. Meine Damen und Herren, zum erneuten Video auf meinem Kanal. Sag nein zu Alkohol. Schau dir dann Meister! Dankeschön. Wie ihr schon im Titel lesen könnt, geht es heute wieder um zwei Influencer oder um zwei Kandidaten, die ich sage mal im Internet-Game nicht so positiv vertreten sind. Aber wir krochen jetzt gleich einmal rein. Komm vorbei, wenn du dich traust, ich bin jetzt 18. Das Comeback von der Dorfmatratze. Jetzt hat's mein Knie rausgeflext, glaube ich. Oh, einen falschen Schritt gemacht, das Leben kann schnell vorbei sein. Ein falscher Schritt, aus ist. Oh. Ich finde es wirklich gut, wie sie da jetzt mit neuen TikTok-Effekten spielt, mit einem Schatten und das mit der Puffen dann so sehr edel abgegangen. Es war sicher keine Plastikwaffe, das wird es gewesen sein, oder? An alle Leute, die meinen, ja, ich sei kein Businessman. Also ich bin ein Unternehmer, ich studiere BWL, ich model nebenbei. Ein bisschen bekomme ich auch was vom Papa. Aber ich bin trotzdem ein Businessman, okay? Ich bekomme nur ein bisschen so, ich bin selbstständig. Der Typ ist richtig abnormal. Zu Prinz Robert. Also es ist ein Lappen. Ist ein richtiger Lappen. Aber sie verstehen, ich schätze mal schon, dass er sich jetzt auf Möchtegern behindert stellt, dass er den ein oder anderen Klick mitnimmt, aber egal. Und alle Leute, die meinen, die Corona-Impfung sei gefährlich. Ich hatte die Impfung gestern und ich sehe immer noch crispy clean aus. Ich sehe jetzt, glaube ich, mit einiges klar. Die Corona-Impfung hat sehr schlechte Auswirkungen. Nicht impfen lassen, sonst ist es so. Geistig geht's mal gut. Aber die geht's geistig minus 20. Er ist es aber auch ein Lappen. Ah, er ist schon witzig. 20, Bruder. Ihr sucht einen neuen TikTok-Crush. Jetzt kommt sicher sein Name. Oh, ich will gar nicht zurückspringen, warte, ich spiel zurück. Sein Kamera ist immer und fliegt, Alter. Das wird jetzt nur optisch so ausschauen, aber der Zehnagel, Jungs. Der hat auch, glaube ich, 3 bis 4 Wochen kein Nagelzwicker gesehen, aber egal. Wenn du mich siehst, sag einfach Mashallah Leonardo DiCaprio. Das Einzige, was ich machen würde, wenn wir beide uns sehen, ich würde da mal einen zweiten AirPod kaufen, Bruder. Du rennst die ganze Zeit mit einem herum. Ich weiß, wie das Leben dort ist. Ich weiß, dass das Leben hart wie mein Bizeps ist. Ich weiß, dass das Leben hart wie mein Bizeps ist. Oh, was gepasst hätte, wäre hart wie René Walter sein Schwanz. Der hätte passt. Jo Leute, der Playboy ist da. Der Playboy ist da, der Playboy. Der schaut aus wie ein Golfspieler. Der schaut aus wie ein Golfspieler. Was für Playboy. Ich chille hier gerade im Wald, bisschen auf elegantem, freshen Armani Polo. Aber was ich nicht verstehe, Leute, das denke ich mir jetzt gerade. Der Typ steht mit kurzen Leibern, mit kurzer Hose und im Hintergrund ist voll alles mit Schnee, das heißt, muss gute 0 Grad haben. Top. So eine Schlägerei mit 2 Bären, weil die haben mich schief angeguckt und ich hab die auseinandergenommen. Ehrlich, was rennt mit manchen Leuten falsch? Ja, wir haben hier gutes Wetter und ich hab auch gleich Business Meeting. Aber Bruder, lass mich raten, du hast das Business Meeting sicher mit den Bären, oder? Jo Leute. Show you then show what you run. Das was da, was suchst denn den Papa? Alter, du hast nicht einmal an. Ich darf das sagen, weil da hängt irgend so ein verschimmeltes Haar oben bei mir. Das weiß ich nicht, Alter, das hängt schon seit meinem dritten Lebensjahr da, glaube ich. Das ist ja so unnötiges Haar. Leute, von denen ich Schutzgeld kassiere. Pablo Escobar kann das. Der Pablo Escobar kommt als erstes. Wer kommt denn da noch? Mois, der wird's. Jetzt gibt's wieder oben. Das Handy. Zum Abschluss, Leute, würde ich sagen, reißen wir uns alle jetzt die gute Main-Dose an. So, danke, Werbung brauche ich nicht.